Und herzlich willkommen im Keller. Wichtiges Kanal-Update. Schweres Video. Ich hocke jetzt seit entsprechend 4,5 Stunden momentan, um dieses Video zu drehen. Bisherige Versuche war ich nicht ganz zufrieden mit. Aber ich bin sicher, jetzt klappt's. Jetzt habe ich alle Varianten durchprobiert und wieder weggeschmissen. Und habe jetzt die prima Variante gefunden. Nämlich, die besteht darin, dass ich euch jetzt mal Folgendes erzähle. Ich habe ja immer so ein Geheimnis draus gemacht, was ich beruflich mache. Das liegt daran, dass es oft so Sachen waren, die waren für mich persönlich Notlösungen, in Anführungszeichen. Also es war nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, das ist jetzt der Job, den mache ich jetzt mein Leben lang. Das liegt an zwei Faktoren. Erstens bin ich nicht so super von den Noten her, dass ich mir jeden x-beliebigen Job, der angeboten wird, sofort schnappen kann. Zweitens, und das ist vielleicht sogar ein ausschlaggebenderer Grund, um jetzt zu Plan B über zu switchen, zu dem komme ich gleich, bin ich von meinem Studium her ein bisschen alternativ vorgegangen. Ich möchte nicht sagen, das war falsch. Ich bereue es nicht, ich würde es nochmal so machen. Es ist aber dahingehend sicherlich falsch, wenn man einen guten Job haben möchte. Weil normalerweise studiert man so, dass man alles so ein bisschen lernt. Alles so viel lernt, dass man es für die Prüfung gut schreiben kann und eine gute Note bekommt. Und die meisten Studenten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, eine große Mehrheit zumindest, vergisst dann das Zeug, was sie nicht mehr brauchen und spezialisiert sich auf eine bestimmte Richtung und in die bewerben sie sich und da haben sie dann so richtig krass viel Detailahnung und da machen sie dann zum Beispiel einen Doktor oder schaffen da dann halt eben entsprechend so. Und das ist auch eine gute Idee und damit kriegt man auch einen guten Job und alles prima. Aber habe ich nicht gemacht. Was ich gemacht habe, ist halt tatsächlich, dass ich von allem möglichst das wissen wollte, was interessant war. Und so viele Details, dass ich alles durchschauen konnte, gefühlt. Also so für meine persönliche Wahrnehmung, dass ich genau wusste, oh, das braucht man jetzt noch, damit das dann Sinn ergibt. Und dann hängt alles zusammen und dann ergibt der ganze Wald quasi Sinn. Und dabei habe ich halt sozusagen vernachlässigt, mich irgendwo zum absoluten Vollprofi auszubilden und habe jede Menge Hirnkapazitäten sozusagen verschwendet mit Fachbereichen, in die ich sowieso nie gehen wollte, von denen ich aber trotzdem die Grundlagen immer noch behalten habe. Das führt jetzt dazu, dass ich tatsächlich im Wald stehen kann und so ziemlich allem was erzählen. Aber wenn man mich jetzt in die Wissenschaft schickt und ihn quasi irgendeinem Labor einsperrt und sagt, forsch jetzt mal zu so und so, da langt es dann wahrscheinlich nicht mehr so ganz. Beziehungsweise, ich könnte mich da auch einarbeiten. Da bin ich absolut von überzeugt, dass das ginge, wenn es niemand anderen gäbe. Aber es gibt halt immer auch noch andere Leute, die einen Job auch noch haben wollen. Und die sind dann halt, weil sie sich in dem Bereich spezialisiert haben, mir noch ein Stückchen voraus. Und dieses kleine Stückchen, das kann dann halt eben durchaus auch schon mal reichen, dass es dann halt schwierig wird, an die guten Jobs ranzukommen in meinem Fall. Weil ich halt mich zum Universalwaldgelehrten quasi gemausert habe. Sowas ist selten. Von meiner Sorte gibt es nicht so viele, die insbesondere nicht schon uralt sind und sich sehr lange mit dem Wald auseinandersetzen. Ich bin mal gespannt, wie viel ich weiß, wenn ich uralt bin und mich schon... Entschuldigung, bisschen Arroganz muss manchmal sein. Ich würde es auch deswegen nochmal machen, weil ich halt schon stolz darauf bin, dass ich zu so ziemlich jeder Fragestellung im Walde, wenn man mich reinstellt, irgendwas erzählen kann. Das kann nicht jeder von sich sagen. Aber zur Jobfindung ist das nutzlos bis gefährlich, sein Studium so entsprechend auszulegen. War mir nicht ganz klar, ehrlich gesagt, wie krass für eine schlechte Idee das quasi gewesen ist. Aber ändert jetzt eh nichts mehr dran. Jetzt ist es schon vorbei. Das heißt, ich muss jetzt mit der Situation klarkommen, wie sie ist. Und also die Sachen, die ich gewollt hätte, da wollten sie mich nicht. Und die Sachen, die ich wohl bekommen hätte, die wollte ich dann nicht. Und das führt dann zu dieser etwas blödsinnigen Situation, dass man dann mit so ein paar Notlösungen quasi auskommt. Und ich möchte nach wie vor nicht sagen, was das gewesen ist. Weil ich habe es schon mal erklärt, irgendwann, als die Frage häufiger aufkam, was machst du eigentlich beruflich? Ich möchte einfach niemanden dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit hier meine Meinung zu bestimmten Themen relativ deutlich zum Teil auch sage, möchte ich einfach nicht, dass irgendwer mit mir in Verbindung gebracht wird,
und dann einen Nachteil daraus hat, dass man dann, den findest du gut, der hat mal bei dir gearbeitet oder irgendwie sowas, dass da was gar nicht erst entstehen kann. Deswegen halte ich dazu völlig die Klappe, und bin sehr dankbar für jeden, der mir da diesbezüglich mal irgendwie eine Chance oder zwei gegeben hat. Und was ich da gelernt habe, auch ganz, ganz toll und auch vielen Dank dafür. So, wie gesagt, das habe ich jetzt eine Weile so betrieben und bin jetzt schon länger eigentlich gedanklich zu dem Schluss gekommen und jetzt möchte ich es auch umsetzen, dass das nicht so weitergehen kann, weil da werde ich nicht glücklich, da habe ich nichts von. Und da ist es für mich, glaube ich, für mein persönliches Seelenheil eine bessere Variante, wenn ich Plan B nun langsam mal in die Tat umsetze. Plan B existiert schon länger. Ich sage euch mal kurz, was Plan C gewesen wäre. Plan C besteht darin, dass ich mir ein schönes Pappschild bastel, auf dem draufsteht: Deutschlands bestqualifiziertester obdachloser Waldexperte. Bitte werfen Sie 2 € in diesen Titanbecher und dann erzählt er Ihnen eine Stunde lang alles, was Sie noch nie zum Wald hören wollten. Damit stelle ich mich dann eben entsprechend an einen beliebigen Waldeingang und ich glaube, da komme ich ganz gut über die Runden. Allein wegen dem Gag-Faktor, ne? Dass das dann ein paar Leute machen. Ha! Ja, also Notfallplan steht. Ich glaube, ich finde das echt mal so ein paar Monate lang sowas mal machen irgendwie ganz witzig. Könnte ich mir vorstellen, im Sommer. Irgendwann, so hart bin ich jetzt auch nicht, dass ich ein ganzes Jahr über draußen im Wald pennen möchte. Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber egal. Ist ja nur Plan C. Plan B besteht jetzt darin, dass ich mein zumindest geringfügig ausgeprägtes Talent im Leute betüxen vielleicht zum Beruf machen könnte. Sieht also so aus, ich würde mich gern selbstständig machen als freiberuflicher Waldexperte sozusagen. Waldexperte Schrägstrich Waldpädagoge, weil Wald erklären ist im Prinzip Waldpädagogik, nur dass halt unter Waldpädagogik meistens irgendwas mit Kindern verstanden wird. Nix gegen Kinder, ich mag Kinder, die schmecken gut. Nein, von solchen Aussagen muss man echt vorsichtig sein heutzutage. Ist alles prima, aber Kindern den Wald erklären, das ist pädagogisch super anspruchsvoll. Das ist waldfachlich nicht schwierig. Und das ist mein Problem. Ich habe nicht lange studiert und jede Menge Fachwissen aufgebaut, um den Kindern nur zu erzählen, dass das Eichhörnchen im Kobel wohnt. Das ist eine tolle Information für Kinder, Eichhörnchen generell für Kinder toll, aber da bin ich einfach hoffnungslos, Entschuldigung, überqualifiziert. Fühle ich mich zumindest. Und deswegen würde ich dann lieber Waldpädagogik für Erwachsene machen. Und das muss man immer dazu sagen. Und deshalb sage ich lieber gleich freiberuflicher Waldexperte. Weil irgendeinen Titel muss ich dem ganzen Projekt ja jetzt mal geben. Und das heißt, ich habe da so einen kleinen Vorteil. Und das hat nicht gänzlich keine Rolle gespielt bei der Entscheidung, sich einen YouTube-Kanal zuzulegen. Es gibt ja schon so ein paar Leute, die wissen, dass ich existiere. Und das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man dann irgendwie mal versucht, sich selbstständig zu machen, wenn man schon ja, eine kleine, viele Gruppe von Leuten hat, die zumindest schon mal wissen, dass man existiert. Und für so ein nischiges Nischendasein, glaube ich, sind das gar nicht mal so wenig Leute jetzt, die inzwischen von meiner Existenz wissen. Und da mache ich mir ja gar nicht mal so kleine Hoffnungen, dass ich das vielleicht eines Tages auf ein Level hinkriege, von dem ich leben kann. Denn die Initialphase ist jetzt erstmal so vorgesehen von mir, dass ich einfach mal anfange. Und ich suche mir irgendeinen anderen Job, weiß ich noch nicht, mal gucken. Habe noch ein bisschen Zeit, bis ich pleite bin. Und dann brauche ich was? Nein, so ganz läuft es auch nicht, aber. Und mit diesem anderen Job sorge ich halt für meinen Lebensunterhalt. Das ist dann halt wirklich einfach nur ein Job. Da gehst du hin, da gehst du schaffen, da gehst du wieder nach Hause und das Leben findet abseits von diesem Job statt. Und dann mache ich halt noch meine Waldsache nebenher. Und es mag sein, dass ich am Anfang damit 2 Currywürste pro Monat verdiene. Das sind die besten Currywürste, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist okay. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dann wirklich eigentlich schon super zufrieden bin mit dieser Situation, mit der Hoffnung, dass es eines Tages 3 Currywürste sein werden. Und irgendwann Schnitzel und noch eine Currywurst.
Oder vielleicht sogar mal ein Cordon Bleu, die sind ganz schön teuer. Ja, irgend sowas in der Richtung, ne? Und langsam, ganz langsam, das eben entsprechend wächst und langsam, langsam, langsam da ein bisschen mehr rumkommt, man auch ein bisschen bekannter wird. Wichtig ist natürlich auch, gerade wenn es um das Thema Wald geht, eine gewisse Offline-Bekanntheit. Internet schön und gut, aber es gibt ja auch einen Haufen ältere Herrschaften und Damen, die eben gerne im Wald unterwegs sind, die auch schon viel über den Wald wissen, oft viel, viel, viel mehr als wir jungen Hüpfer und mir persönlich wahrscheinlich auch noch das eine oder andere erzählen können, was ich noch nicht weiß. Und wenn man denen dann, das ist so auch noch so eine Idee, vielleicht erweitertes Waldwissen auf den Weg geben kann, was die noch nicht wissen, obwohl sie schon ein bisschen älter sind, das finde ich ja auch nicht schlecht. Und das wäre ja sicherlich auch nochmal so eine Sache, die man machen könnte, ne? Aber um es jetzt mal ein bisschen abzukürzen, ich möchte natürlich gerne Führungen machen, ich möchte gern mehrtägige Führungen machen und ich möchte gern Trekkingtouren machen. Letztere eigentlich nicht in Deutschland, das kann man zwar auch, aber das ist unglaublich schwierig, sowas genehmigt zu bekommen, so eine kommerzielle Veranstaltung in Deutschland, weil du ja durch jede Menge verschiedene Wälder mit verschiedenen Waldbesitzern durchkommst und da müsstest du jeden Waldbesitzer um Erlaubnis fragen. Und das ist Quatsch, das geht nicht, das wird schwierig. Das könnte man mit großem Verwaltungsaufwand für eine Strecke vielleicht mal hinbekommen. Das weiß ich noch nicht, da muss ich mich auch noch mal intensiver mit auseinandersetzen. Aber erheblich einfacher. Vom Verwaltungsaufwand her ist es tatsächlich dann irgendwas im Ausland zu machen, wo man ohnehin die freie Landschaft überall betreten darf, beispielsweise Skandinavien oder Schottland. Das sind doch sicherlich so Hotspots, wo ich dann häufiger hinwollen werde. Und ja, da dann halt eben irgendwelche größeren Exkursionen. In Kombination mit Trekkingtour mit jemandem, der weiß, was er tut, zumindest meistens. Und jemandem, der dann halt eben auch noch einen Haufen zu Landleuten und vor allen Dingen der örtlichen Natur erzählen kann. Also, das gibt es so noch nicht oft. Gibt es nur wenig Leute, die sowas anbieten. Gibt schon welche, aber es sind wenig. Und da wäre vielleicht noch ein Plätzchen für mich frei, zumal ich den anderen voraus habe. Ich habe das bessere Marketing, ich habe einen YouTube-Kanal. Es ist wirklich so, ich habe wirklich das bessere Marketing, ja? Also, auch wenn das auch Negativmarketing ist, weil es ja auch manche Leute abschreckt. Aber besser ein paar Menschen, die einen kennen und einen Haufen, die nicht mit einem mitwollen, als überhaupt niemand, der weiß, dass man existiert. So, das ist so meine Philosophie. Gut, in diesem ganzen Portfolio von Sachen, die ich dann mal irgendwann machen möchte. Ganz langsam und vorsichtig rantasten und so weiter. Gäbe es da jetzt noch ein Ding, das es jetzt schon gibt. Und das ist auch so der Grund für dieses Video. Und das besteht darin, dass ich jetzt eine Patreon-Seite habe. Wer das kennt, ist gut, der weiß ja schon, worum es grob geht. Wer das noch nicht kennt, dem möchte ich noch kurz sagen. Das ist im Prinzip modernes Mäzentum. So. Und was ist jetzt so eine Patreon-Seite? Für diejenigen, die das jetzt gar nicht kennen. Das ist quasi eine Crowdfunding-Plattform, nennt man das so schön im Internet-Sprech. Also für diejenigen, die sich auch das überhaupt nicht angeguckt haben bisher. Und das heißt, da können viele etwas finanzieren, indem sie jeweils nur sehr wenig zahlen. Und das ist so der Grundgedanke vom Crowdfunding. Da gibt es jetzt diese zwei großen Seiten eigentlich, die eine große Rolle spielen inzwischen im Internet, meiner Meinung nach, nämlich einmal Kickstarter und einmal Patreon. Kickstarter ist zur Projektfinanzierung. Da hat man das Projekt, ich möchte einen großen Hühnerkopf in den Wald stellen. So. Und dafür brauche ich so und so viel Geld, um den großen Hühnerkopf aus Holz zu meißeln, von mir aus. Und zwar 100.000 Euro. Und wenn die Leute toll finden, dann können sie sich zum Beispiel mit 25 Euro am Hühnerkopfprojekt beteiligen und dafür bekommen sie dann exklusive Making-of-Videos, wie der Hühnerkopf entsteht, wenn das Projekt überhaupt zustande kommt. Wichtig ist, das Projekt muss zustande kommen. Heißt, der will 100.000 Euro haben. Dann muss er auch insgesamt 100.000 Euro bis zu einem bestimmt festgelegten Zeitpunkt zusammenkriegen. Dann gilt das Projekt als finanziert und erst dann werden die 25 Euro von denjenigen, die da was gespendet haben, beziehungsweise was gespendet ist das falsche Wort,
die da was finanziert haben, werden erst dann abgebucht, quasi sobald das Ganze überhaupt erst zustande kommt. Das ist so im Großen und Ganzen Kickstarter. Machen wir Beispiel Patreon. Patreon ist ein bisschen anders. Auch da ist das Grundprinzip vom Crowdfunding ja, dass viele mit individuell kleinen Beträgen einen großen Betrag zustande bringen. Allerdings der große Unterschied nicht einmal, um ein Projekt zu realisieren, sondern über wiederkehrende Zeitintervalle, also normalerweise einen Monat. Also sprich, es soll ein monatliches Einkommen für einen Creator kreiert werden. Und ein Creator ist irgendwer, der in irgendeiner Form was erschafft, was im Internet vermarktbar ist, sagen wir mal so. Wenn der jetzt also Kuckucksuhren baut, das wird schwierig, wenn es aber sich zum Beispiel um Musik handelt. Gemälde, die man auch einscannen kann. Irgendwelche ja, Videos natürlich. All so ein Kram. Denkt euch was aus. Musikvideos und irgendwelche Malgeschichten, künstlerische Zeichnen und so weiter. Kann auch Bildhauerei sein und sowas, was sich dann halt schön fotografieren lässt. So ein Kram, das sind so die typischen, die meisten Sachen. Möglich wäre auch ein Wissenschaftler. Ich würde mich irgendwo bei die Video- und Wissenschaft-Fraktion würde ich mich irgendwo zu Hause führen wollen. Aber auch das wäre möglich. Irgend so ein total independent Wissenschaftler, der an irgendwas ganz Besonderem forscht, was nur ganz wenig Leute interessiert, an irgendwelchen unheilbaren Krankheiten zum Beispiel, die Pharmaindustrie nicht interessieren, weil es die unglaublich selten sind und sich damit kein Geld verdienen lässt mit der Behandlung dieser Krankheit, dann wäre es für einen Wissenschaftler, der daran forscht, so grausam dieses Beispiel auch ist, es ist eine großartige Möglichkeit, weil anders musst du da erstmal Geld hinkriegen für so Forschung an solchen Sachen, die keine Sau interessiert, außer so ein paar Betroffene. Also das vielleicht mal als ein Beispiel, das sicherlich nützlicher wäre für die Welt als Kuckucksuhren. ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich überhaupt in irgendeiner Form nützlich für die Welt bin mit dem, was ich so mache. Ich hoffe es. Ich will es aber nicht sagen. Ja, und mich gibt es da halt eben jetzt auch und man kann mich unterstützen mit ganz grob gesagt drei Modellen. Da gibt es einmal die finde ich gut, was du machst und da du auf YouTube keinerlei Werbung und sonstiges Zeug machst, möchte ich trotzdem, dass du da in irgendeiner Form was für kriegst und deswegen kriegst du jetzt hier einen Dollar. Und jetzt muss man dazu sagen, da fallen leider noch 19% Steuern an, also ein Dollar 19. Davon den 19 Cent kriege ich aber nichts, die kriegt der Staat und dann ziehen sie mir noch ein bisschen was ab an Bearbeitungsgebühr und Transfergebühr und die Seite Patreon selber will auch noch ein bisschen was abhaben, nämlich 5%, das finde ich aber echt fair und dann kriege ich quasi 85 Cent, Dollar Cent, wichtig, das Ganze läuft ja in Dollar. Das geht leider nicht anders, noch nicht, vielleicht wird es das irgendwann auch mal in Euro geben, aber momentan, man merkt da aber nichts von. Ob man das in Dollar zahlt oder in Euro, das läuft über PayPal. Wem das was sagt, wenn nicht, müsst ihr selber mal googeln. Und das funktioniert eigentlich reibungslos. Ich habe es ja ausprobiert. Einer meiner zwei Patreons, die ich schon habe, ist meine Mutter. Und das liegt daran, dass das Absicht ist, weil ich einfach mal gucken wollte, was passiert denn, wenn man das jetzt da und so weiter und so fort. Einfach mal auch mal, das kann man nämlich immer ganz gut nachvollziehen, weil Mutter dann geneigt ist, mir zu verraten, was denn bei ihr letztendlich vom Konto abgebucht worden ist. Und das entspricht tatsächlich auch dem, was ich mir ausgerechnet habe, quasi mit Wechselkurs und Steuern und allem Pipapo und so weiter und so fort. Das heißt, nach meinen Testzahlungen meiner Mutter zu urteilen, läuft das alles super legal und völlig transparent und nachvollziehbar ab. Ja. Jedenfalls, gut, diese 1-Dollar-Version, die ist quasi so tatsächlich gedacht, als ich habe das Bedürfnis, dich ein bisschen bei dem, was du so vorhast, zu unterstützen und guck deine Videos gerne auf YouTube und das ist mir jetzt quasi einfach mal ein Dollar wert. Wer das sagt, danke, sag ich dann. Großes Danke sogar, aber notwendig ist das ganz bestimmt nicht. Und da möchte ich jetzt also definitiv zurückrudern und sagen, das ist, wenn ihr das Bedürfnis habt, das zu machen, dann könnt ihr das machen. Weil es gibt ein paar, die würden das gerne. Das weiß ich. Aber ich möchte wirklich eigentlich
eigentlich da nicht drauf bestehen und euch nicht dazu überreden, ganz bestimmt nicht. Und ich möchte euch auch keine Argumente nennen, warum das eine gute Idee wäre, weil dann würde ich euch auch schon zu überreden versuchen. Weil meine YouTube-Videos wird es auch weiterhin geben und auch völlig unabhängig von dem Ding. Und das heißt, es ist auch nicht notwendig. Und selbst wenn ich irgendwann mal im Wald lande als professioneller Waldobdachloser, hoffe ich, dass ich immer noch irgendwo einen Internetzugang finde, wo ich dann hin und wieder mal was hochladen kann. Also auch dann wird es das noch weitergeben. Ne? Also das wäre wichtig. Dann gibt es das 3-Dollar-Modell. Das ist gedacht als quasi erweiterte. Ich finde gut, was du machst und will das unterstützen, aber da kriegt man dann schon ein bisschen was zurück, Version sozusagen. Und zwar, ich bin ja schon seit längerem am Rumschreibseln an so einem noch wirklich überhaupt nicht fertigen Buch und ich komme auch nur selten dazu, da wirklich jetzt noch groß was zu schreiben, weil wenn ich gerade dabei eine Phase habe, in der ich kreativ bin, dann muss ich entweder Video drehen oder schreiben. Meistens drehe ich ein Video. Das ist das Problem. Deswegen kommt da dann nicht so viel derzeit bei rum, aber es gibt schon jede Menge Material und das würde ich dann nach und nach auf diesem Wege dann quasi euch zur Verfügung stehen, noch ein bisschen aufbereiten vorher. Da sind zum Beispiel so Tipps, wenn das Wildschwein kommt, nochmal in schriftlicher Form dabei, auch nochmal ein bisschen aktualisierter. Mein Wildschwein-Video ist ja uralt, das war ja eins meiner allerersten, da habe ich inzwischen noch ein bisschen was dazugelernt. Waldrecht habe ich auch in schriftlicher Form nochmal schön aufbereitet. Das ist, glaube ich, ganz praktisch zum Nachschlagen, wenn man sich auch nicht mehr genau ganz sicher ist, in welchem Bundesland war denn jetzt nochmal was und so weiter. Sicherlich vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Auch Packlisten für verschiedene Touren sind da dabei. Ja, die kriegt man überall, aber es sind halt auch noch welche von mir. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen noch ganz interessant. Auch noch ein bisschen was Lustiges zwischendurch, was eigentlich jetzt nicht so viel Sinn sonst macht. Auch noch ein paar forstwissenschaftliche Abwandlungen, Abhandlungen und irgendwann stelle ich da vielleicht auch mal eine Masterarbeit rein für diejenigen, die ganz verzweifelt sind und das Ding lesen wollen. Also das wäre auch noch einfach nochmal so eine Möglichkeit. Es gibt auch noch diverse Referate von mir aus dem Studium, die vielleicht auch eigentlich gar nicht mal so unleserlich geworden sind, die man auch mal so ein bisschen runterlesen kann. Was mir halt da so einfällt, so in Textform. Und ich habe da schon einiges, es gibt schon einiges Material. Das ist alles noch nicht da, das kommt dann aber nach und nach. Da bin ich noch ein bisschen am Rumprobieren. Aber sobald da sich jemand für interessiert, für dieses Modell, außer meiner Mutter, die zählt nicht, gibt es dann auch zeitnah was. Ganz zeitnah, versprochen. Falls das eben jemand interessiert. Muss nicht, kann. Wichtig. So, und dann gibt es quasi das, was ich mir sozusagen als Vollversion ausgeguckt habe. Da gibt es auch eben diese Textsache und halt dann eben noch Patreon-exklusive Videos. Langfristig gesehen werden da dann auch so Sachen wie meine Ökologie-Vortragsreihe landen. Die macht zurzeit ein bisschen Pause. Das liegt daran, dass ich einfach eben wegen diesem Patreon-Ding mir da so viele Gedanken gemacht habe und da so viel rumprobiert und rumgemacht habe, dass dafür eben die Zeit draufgegangen wäre, die ich sonst für diese Ökologie-Vortragsreihe genutzt hätte. Wenn das Ding jetzt fertig ist und jetzt steht und ich da nicht noch ewig drin rumdoktern muss, dann geht es da auch ganz, ganz schnell weiter und werden in Kürze die nächsten Teile erfolgen. Die Zytologie, also die Zelllehre, die mache ich jetzt noch hier auf meinem Lernkanal zu Ende. Die ist ja quasi so als Introduction gedacht. Und dann wird es in die Physiologie, botanische Physiologie gehen und das landet dann nur noch auf Patreon. Und da muss ich sagen, die Zytologie ist ja gar nicht mal so interessant, wenn man es einigermaßen vernünftig darstellt, so wie ich das versuche. Aber die physiologische Botanik, die ist mal viel, viel spannender, weil da geht es dann jetzt letztendlich wirklich mal um die Frage, wie funktioniert eine Pflanze eigentlich? Und wenn man das mal begriffen hat, dann kann man so unendlich viel Zeug im Wald sich selber zu erklären, ohne den Ben fragen zu müssen. Das hilft einem wirklich weiter. Jetzt mache ich doch ein bisschen Werbung. Also auf diese Videos bin ich schon ein bisschen stolz. Was da so vom Konzept her bisher schon fertig ist. Die haben ja sogar ein Konzept, das ist ja auch neu, beziehungsweise ungewöhnlich für Ben-Videos. Aber das müsst ihr wissen, ob euch das überhaupt interessiert. Ich weiß, das interessiert nicht viele. Diejenigen, die es interessiert, die habe ich auch mal gefragt gehabt, ob sie denn da möglicherweise auch bereit wären, dann da eventuell einen ganz kleinen Obolus zu abzudrücken. Und da waren die meisten auch mit einverstanden. Jetzt muss ich zugeben, der Obolus ist ein ganz, 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 ganz kleines bisschen teurer, als ich das ursprünglich mal vermutet, geplant hatte, nämlich eben 6 Dollar plus 19% Steuer leider. Aber dafür ist da auch geplant, eben, dass da wirklich jede Menge Zeug kommt. Mindestens ein Video pro Woche, Patreon exklusiv. Und
zusätzlich zu den normalen YouTube-Videos, die könnt ihr natürlich trotzdem angucken und eben halt auch diese ganze Sonderkram und es gibt auch schon ein bisschen was und sobald ich dann mal rausgefunden habe, wie ich zusätzlich noch eine Podcast-Version meiner langen Laber-Videos produzieren kann, dann gibt es die da auch noch. Das wird auch relativ bald der Fall sein. Und wenn mir da noch was anderes Lustiges einfällt, was ich dann noch dazu packen kann, dann packe ich das da auch noch dazu. Und es wird auch noch so ein paar ganz neue Projekte quasi geben als Patreon-exklusives Podcast-Material, nämlich was schon in Vorbereitung ist, ist kommentierte Märchen historischer Art mit Waldbezug. Weil was es da bei Grimms Märchen alles an Märchen gibt, die wirklich einen krassen Waldbezug haben, ist gar nicht mal übel. Da kann man wirklich relativ viel mitmachen. Und gerade als Podcast ist das vielleicht ganz lustig. Das heißt, ich lese quasi Märchen vor und muss dann halt zwischendrin mal ein kleines Päuslein einlegen, um dann eben irgendwas noch ergänzend an forstwissenschaftlichem Wissen dabei einfließen zu lassen. Schon bisschen angefangen habe ich mit Das kalte Herz von Wilhelm Hauff und das macht auf jeden Fall Sinn, weil da steckt jede Menge historisches Waldhandwerk, richtiges Waldhandwerk, nicht Bushcraft, sondern tatsächlich das, was man damals unter Waldhandwerksberufe verstanden hat, also Köhlerei, Glashüttenwesen und so ein Kram, da steckt schon jede Menge so tolles, detailliertes Zeug drin. Oh, also das sind so die vorläufigen Ideen, was dann später mal noch gegen ein etwas höheres Beträgelchen, da ist dann die 6 Dollar, vielleicht noch dazukommt, wobei ich mir da noch nicht sicher bin, ob ich das nicht vielleicht auch noch in das 6 Dollar Modell integriere, das muss ich mir dann noch überlegen, ist, aber da muss ich mich erst noch ein bisschen, das dauert noch, weiß nicht wie lange, aber schon noch ein bisschen. Dieses Jahr reicht es auf jeden Fall nicht mehr. Wird es noch zwei neue Sachen geben, nämlich erstens die Möglichkeit, am ersten Sonntag des Monats irgendwo eine kleine Führung mitzumachen, also eine exklusive Patreon-Führung. Das heißt, ich suche mir irgendeinen Wald raus. Am Anfang suche ich den raus, und zwar in Baden-Württemberg, damit ich nicht ganz so weit fahren muss, am Anfang. Und da gibt es dann halt eben einmal pro Monat, immer am ersten Sonntag, eine Eintages-Waldführung. Also irgendwann vormittags geht's los und abends sind wir dann halt irgendwann mal fertig, wenn keiner mehr Fragen hat. Und das war's dann im Wesentlichen. Wer dann da unbedingt noch im Wald pennen möchte und ob ich da zufällig auch mal so in der Nähe übernachte, das ist nochmal eine andere Frage, ob das dann zustande kommt. Offiziell ist das auf jeden Fall nicht geplant, aber ne? Das ist das eine. Und das andere, das werde ich aber wahrscheinlich bei der 6 Dollar Vollversion quasi integrieren, wäre dann ein monatlicher, das muss ich auch nochmal rausfinden, wie das dann genau geht, Livestream via YouTube als Q&A-Video. Q&A, so, also Frage und Antwort. Also wenn ihr mal gerade irgendwie spontan irgendwelche Sachen zum Wald wissen wollt oder auch nochmal irgendwas ein bisschen genauer erklärt haben wollt, was ich schon mal erklärt habe oder sonst wie, dann könnt ihr mich das dann da fragen. Das würde ich dann so 3-4 Stündchen vielleicht machen. Vielleicht ein bisschen lang. Wenn keine Fragen mehr kommen, kommen keine Fragen mehr. Also maximal 3-4 Stündchen, so ungefähr. Und dann halt eben für sämtliche Patrons, die da halt nochmal irgendwas diskutieren wollen. Man natürlich auch diskutieren, selbstverständlich. Und ja, das ist dann das andere Ding. Das wird es wahrscheinlich gar nicht mal in so ferner Zukunft dann auch schon geben, weil sobald ich rausgefunden habe, wie das mit dem Ding da funktioniert, dieser Livestream-Geschichte, kann ich das eigentlich dann auch relativ schnell implementieren. Falls es dann überhaupt genug Leute gibt, dass da überhaupt irgendwelche Fragen zustande kommen. Aber versuchen kann man es ja mal. So, und das soll es jetzt aber wirklich auch gewesen sein an dieser Stelle. Die Details, wie das jetzt dann genau abläuft auf Patreon und so weiter und so fort, die findet ihr erstens mal auf Patreon. Da steht ja alles mögliche in dem entsprechenden AGB und wie funktioniert die Seite und wie läuft das alles und so weiter und so fort. Klar, das kann ich euch auch alles erzählen, aber ich glaube, das ist einfach auch seriöser, wenn ihr euch das mal selber durchlest. Solltet ihr sowieso tun, bevor ihr da irgendwie die Katze bzw. den Ben hinterm Baum kauft. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, sich da selber mal noch ein bisschen schlau zu machen, wie die ganze Seite funktioniert. Insbesondere bevor man sich da einen Account anlegt, falls nicht schon einer vorhanden ist. Kann ja auch sein, dass es da schon 2-3 Leute gibt, die so ein Ding schon haben. Und das auf jeden Fall.
Und auf meiner Patreon-Seite speziell hoffe ich, dass ich auch alles, was meine Seite speziell betrifft, nochmal ganz gut erklärt habe. Eine Sache habe ich jetzt im Text noch nicht aufgeführt. Das sind Links unter dem, wo steht, was man da eigentlich bekommt. Also das ist ganz transparent. Alles, was ich da verdiene, steht da auch eben entsprechend oben links in der Ecke. Das kann man jederzeit einsehen. Das kann man auch unsichtbar schalten, werde ich aber nie tun. Ich finde das schon auch wichtig, dass da Transparenz herrscht und man dann sofort sehen kann, was ich da einnehme. Damit man sich beschweren kann, wenn für die enormen Summen von 6 Dollar noch was sie da vielleicht dann stehen. Ich weiß es ja nicht. Wenn ihr das anklickt, könnte es ja theoretisch sogar sein, dass es dann schon ein zweistelliger Betrag geworden ist. Also zwei Stellen vor dem Komma sogar. ja, weiß ich nicht. Aber das kann man da jedenfalls immer nachlesen. Und darunter, da stehen sogenannte Goals. Das heißt, da kannst du als Creator eingeben, ab wie viel Geld du irgendwelche Milestones in deinem Projekt erreicht ansiehst. In meinem Fall ist das, glaube ich, Currywurst, Schnitzel und ab und zu mal irgendwelche Ausflüge, bei denen ich dann extra Videos mache. Also Currywurst und Schnitzel sind sozusagen Gag-Milestones, die sind nicht ganz ernst zu nehmen. Das Ding mit dem, ab da werde ich dann mal regelmäßig Ausflüge machen, um dann von dort Spezialvideos zu drehen, das ist ernst zu nehmen. Das heißt, davon profitieren dann auch die Leute, die meine regulären YouTube-Videos nur gucken, weil diese Sachen, die ich dann an Bonusmaterial, also an Zusatzvideomaterial quasi aufnehme, lade ich normal auf YouTube hoch. Das heißt jetzt nicht, dass es automatisch Zeug ist, was dann auf Patreon landet. Zum Teil vielleicht auch, aber meistens wahrscheinlich doch auch auf regulärem YouTube. Ich glaube, dafür waren 50 Dollar vorgesehen als die magische Grenze, ab der ich das mache. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, was ich da eingegeben habe. War schon durchdacht, aber ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ja, aber sonst, wie gesagt, der Rest steht da auf der Seite und ich möchte es nochmal betonen, das ist einfach nur eine Möglichkeit, wer das gerne möchte, wer sagt, ich finde den Scheiß, den du machst, so toll, dass ich das jetzt irgendwie unterstützen will. Natürlich freue ich mich da ein Loch in die Mütze und da geht mir der Hut hoch. Eins von beiden wahrscheinlich. Also ein Loch in den Hut freuen geht nicht, dafür ist das so zu solide. Das ist viel zu solider Hut. Aber. Das muss echt nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Und ich bin euch unglaublich dankbar für die, gerade bei den regelmäßigen Zuschauern, für die jahrelange Unterstützung, die ihr zum Teil ja auch schon zuguckt und für das ständige Anschauen meiner Videos. Und allein dadurch, dass ihr das ja dauernd macht, ne, und mich ständig damit quasi unterstützt, habe ich mir überhaupt jetzt langsam mal diese Hoffnung zurechtlegen können, eines Tages von der Walderklärerei überhaupt leben zu können, was ja wirklich ein absoluter Traumjob für mich wäre. Absolut. Das Tollste, was ich mir auch nur irgendwie vorstellen kann, beruflich zu machen, wenn ich alle Möglichkeiten der Welt hätte, inklusive Papst werden und so ein Kram. Papst? Nein. Wie dem auch sei. Wenn ich alle Möglichkeiten hätte, ich würde genau das machen wollen, was ich jetzt quasi anstrebe, ansteuere. Das ist absolut toll und dass ich mir überhaupt Gedanken darüber machen kann. Daran seid ihr alle schuld und dafür ein wirklich ganz, 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 ganz großes Dankeschön fürs eben die Treue halten und fürs durch Angucken, Unterstützen, durch Kommentare und ja. Daumen und Abo sind mir egal, aber angucken und Kommentare, das ist wichtig. Das bedeutet mir dann schon was. Ja, auch angucken ohne Kommentare ist auch schön. Regelmäßiges Angucken besonders. So, jetzt reicht's aber wirklich und ich glaube, jetzt habe ich es auch endlich mal hinbekommen, nach gefühlten 28 Versionen, die nichts geworden sind, was hinzubekommen, was man auch hochladen kann. Ich hoffe, niemand nimmt mir übel, dass ich jetzt halt irgendwie versuche, da wirklich mal ein bisschen eine kommerzielle Komponente einzubauen. Ich hoffe, es ist eine sympathische kommerzielle Komponente, eine faire kommerzielle Komponente und wenn ihr das dann anders seht und eine großartige Idee habt, was ich dann alternativ hätte machen sollen, dann dürft ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde aber doch auch darum bitten, ein ganz kleines bisschen vorsichtig mit mir armen, empfindlichen Ben umzugehen, wenn es um die Frage geht, was ihr in die Kommentare schreiben wollt, falls ihr was in die Kommentare schreiben wollt. Wenn ihr nichts in die Kommentare schreibt, bin ich auch überhaupt nicht böse. In diesem Video wirklich überhaupt nicht. Da lege ich, habe ich ein bisschen Angst vor der Kommentarfunktion und deswegen bin ich ja überhaupt nicht böse.
wenn da nicht so allzu viel kommt. Wer zu Patreon spezifisch noch eine Frage hat, der darf mir auch gerne diesbezüglich eine Mail schreiben. Ich schreibe meine Mailadresse auch nochmal auf die Patreon-Seite, habe ich noch vergessen, muss ich noch dazu schreiben. Wer da also in irgendeiner Form nochmal wissen will, worum genau handelt es sich denn, beziehungsweise was gibt es da denn jetzt bisher schon so und so weiter und so fort. Also, dass ihr da wirklich nicht den Ben hinterm Baum kauft oder die Katze im Sack, sondern genau wisst, was halt eben auf euch zukommt, dann fragt eben ruhig. Ich gebe mir dann die allergrößte Mühe, da auch alles zu beantworten, was da diesbezüglich eben kommt. Ach so, Patreon ist dahingehend auch nochmal vielleicht ganz interessant für manche Leute, die keinen Google-Account haben wollen, weil man kann auch völlig unabhängig von einem YouTube-Account eben sich einen Patreon-Account anlegen und der gehört dann tatsächlich nicht dem Google-Clan bisher. Kann sein, dass sie das irgendwann nochmal aufkaufen, weiß ich nicht. Aber momentan gehört das tatsächlich niemandem, sondern wirklich nur sich selbst, soweit ich informiert bin. Außer es gibt da irgendwelche Verschwörungsgeschichten, von denen ich nichts mitbekommen habe. Das reicht jetzt aber, glaube ich, wirklich. Mehr habe ich jetzt nicht mehr zu sagen. Nochmal die Bitte, seid bitte ein bisschen lieb zu mir in den Kommentaren. Es ist ein empfindliches Pflänzlein, was da gekeimt ist. Macht's gut.